Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie wir dem Weihnachtsmann auf der Spur waren. Ja, wir konnten es kaum erwarten, die Geschenke zu kriegen und wir wollten auch unbedingt mal den Weihnachtsmann sehen. Also haben wir... Na, das könnt ihr euch im Video anschauen. Also, los geht's! So Kinder, ich hoffe, euch hat's geschmeckt. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben bei diesem Essen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ins Wohnzimmer gehen oder in eure Zimmer. Und dann könnt ihr ein bisschen spielen, während wir halt einfach noch auf den Weihnachtsmann warten. Komm Tom, lass uns in unser Zimmer gehen. Mama, das Essen war auf jeden Fall richtig lecker. Also es ist dir richtig gut gelungen. Aber wann kommt denn jetzt endlich der Weihnachtsmann? Ich will endlich wissen, was ich zu Weihnachten kriege. Ach, Theresa, das dauert noch ein bisschen. Der Weihnachtsmann kommt doch erst, wenn ihr alle schlaft. Na komm, Theresa, sei jetzt nicht so traurig. Der Weihnachtsmann wird schon noch kommen. Und morgen können wir dann die Geschenke auspacken. Aber kommt, lass uns jetzt hochgehen. Wir können ja noch ein bisschen spielen. Na gut, du hast recht. Was wollen wir denn jetzt spielen? Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht mit unserem Plüschtieren spielen? Nein, darauf habe ich keine Lust. Ach Mensch, mir ist langweilig und ich will, dass der Weihnachtsmann jetzt sofort kommt. Oh, da habe ich aber eine richtig gute Idee. Ihr wollt doch bestimmt auch mal den Weihnachtsmann sehen, oder? Also ich würde es so gerne mal machen. Und was haltet ihr davon, dass wir uns einfach hinter der Couch verstecken und darauf warten, dass der Weihnachtsmann kommt? Dann werden wir ihn sehen. Oh ja, das ist eine tolle Idee, Sophia. Und können wir dem Weihnachtsmann auch folgen? Ich würde so gern sehen, mal wie das so alles bei ihm abläuft. Okay, das ist eine gute Idee. Das will ich auch gern mal sehen. Ja, dann müssten wir uns mal überlegen, wie wir das machen wollen. Am späten Abend. Okay, also jetzt schlafen alle. Kommt, lass uns jetzt hier verstecken. Und von hier aus können wir dann den Weihnachtsmann beobachten. Sophia, denkst du, der Weihnachtsmann wird uns nicht sehen? Nein, das wird er schon nicht. Aber wir müssen jetzt ganz leise sein, sonst hört er uns noch. So, die Geschenke sind jetzt gepackt. Ich würde sagen, ich kann losgehen. Ja, mach das, sonst kommst du ja noch zu spät und die Kinder werden keine Geschenke haben. Gut, dann tue ich jetzt die restlichen Geschenke noch in meinen Sack rein und dann kann ich auch schon losgehen. Ach, lieber Weihnachtsmann, ich sehe schon, du fährst gleich los. Das ist gut, nicht, dass du am Ende noch zu spät kommst. Und solange du weg bist, werde ich mit dem lieben Engel und den Weihnachtselfen leckere Plätzchen für dich backen, damit du dich nach der Arbeit schön ausruhen kannst. Ach, das ist lieb von euch. Ja gut, dann bis später. Ich muss jetzt auch mal los. Huhuhu, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Plätzchenbacken. Zu wem muss ich jetzt als erstes gehen? Was steht auf meiner Liste? Ah, ich muss zur Familie Groß gehen. Dann auf geht's. Perfekt, ich bin rechtzeitig angekommen. Na, dann wollen wir mal. Ah ja, da ist das Wohnzimmer. Und perfekt, da steht ja auch schon der Weihnachtsbaum. Super, dann gehe ich mal schnell rein. Oh, ich glaube, er kommt jetzt. Seid ganz leise. Wow, das ist ja ein richtig schöner Weihnachtsbaum. Da werden sich aber morgen die Kinder sehr über die Geschenke freuen. Ich glaube, das sollten jetzt alle Geschenke sein. Ich schaue aber sicherheitshalber nochmal auf meiner Liste nach. Oh, können wir bitte noch den Schlitten vom Weihnachtsmann sehen? Bitte, bitte, bitte. Okay, aber dann müssen wir ganz leise durch die Küche auf die Terrasse rausgehen. Wow, ist der Schlitten aber schön. Ja, der ist ja so groß und der ist auch rosa. Wie toll. Oh, das wäre ja so cool, wenn wir da mitfahren könnten. Aber nein, Leon, das können wir nicht machen. Kommt, lass uns jetzt wieder reingehen. Oh nein, ich glaube, ich habe da was gehört. Oh nein, wir müssen uns schon irgendwo verstecken. So, jetzt noch schnell die Tür zumachen und dann muss ich auch schon weiter. Huch, die Tür war doch vorhin noch nicht offen, oder? Egal, vielleicht war es ja der Wind irgendwie. Ich mach die Tür jetzt sicherheitshalber zu. Na dann, weiter geht's. Leon, Theresa, jetzt schnell runter, wir müssen wieder rein. Nein, wir möchten mitfahren.
Aber das ist doch gefährlich. Oh nein, 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 ich darf euch nicht allein lassen. Okay, ich komme dann mit. Ho, 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 ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Hilfe, ich habe Höhenangst. Angekommen, super. So, diese Familie hat einen Schornstein. Das heißt, ich muss jetzt durch den Schornstein gehen. Na, dann wollen wir mal. Na kommt, lasst uns zuschauen, wenn wir doch schon hier sind. Na dann wollen wir mal. Uiuiui, ist das eng hier. Ein paar Stunden später. Puh, war das anstrengend. Aber das sind ja auch so viele Geschenke, die ich an die ganzen Kinder verteilen muss. Naja, jetzt habe ich es aber geschafft. Ich freue mich ja schon so sehr auf die leckeren Plätzchen. Es ist so kalt hier. Huch, was habe ich da denn gehört? Kinder, was macht ihr denn hier? Seid ihr mir etwa gefolgt? Ja, also das war eigentlich nicht geplant, aber tut uns leid. Ach, wie schön, endlich mal Besuch hier zu haben. Aber ja, ich glaube, ihr solltet vielleicht wieder nach Hause. Hier auf dem Nordpol ist es wahrscheinlich zu kalt für euch. Na kommt, ich bringe euch jetzt wieder nach Hause. Aber jetzt dürft ihr hier bei mir mitfahren und müsst euch nicht hinten am Schlitten festhalten. Das war aber schon gefährlich, Kinder. Ach ja, und erzählt keinem davon, okay? Das soll nämlich ein Geheimnis bleiben. Denn eigentlich darf mich niemand sehen. Huhuhu, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. War das ein Abenteuer letzte Nacht, nicht? Oh ja, aber kommt, lass uns jetzt endlich runtergehen. Ich will die Geschenke aufmachen. Na dann, Kinder, frohe Weihnachten. Ja, Leute, das war's jetzt in dem Video. Also jetzt habt ihr gesehen, wie wir dem Weihnachtsmann auf der Spur waren. Und es war so cool mitzufliegen. Aber der Weihnachtsmann war auch echt nett. Der hat uns dann wieder nach Hause gebracht. Also vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. Ich hoffe aber auf jeden Fall sehr, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!